Baerbock ist die schlimmste Außenministerin, die wir jemals hatten, und so langsam merken das auch die öffentlichen Medien. Die Berliner Zeitung hat gestern ein Fazit über Baerbocks erste 2 Jahre veröffentlicht und sich darin komplett lustig über unsere Außenministerin gemacht. Das ist wirklich Unterhaltung pur. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Los geht's. Eigentlich sind unsere öffentlichen Medien ja komplett systemtreu und reden den Politikern immer nach dem Mund. Aber ab und zu gibt es auch eine kleine Ausnahme und es blitzt ein bisschen kritischer Journalismus hervor. Die Berliner Zeitung schrieb gestern: Annalena Baerbock, das ist keine Außenpolitik, das ist ein Ego-Trip. Die wertebasierte Außenpolitik bewirkt wenig. Aber ist das der Ministerin überhaupt wichtig? Nach mehr als 2 Jahren im Amt sind auch Diplomaten enttäuscht. Eine Analyse. Wow. Also das nenne ich mal einen spektakulären Titel für die Berliner Zeitung. Ich meine, es ist wirklich erfrischend zu sehen, dass sich die öffentlichen Medien dann doch manchmal noch trauen, unsere inkompetenten Minister zu zerreißen. Und ich meine, eventuell haben die ja gemerkt, dass es nach der Bundestagswahl 2025 einen klaren Richtungswechsel geben wird und so langsam wollen sie sich jetzt darauf vorbereiten. Getreu dem Motto, hey, wir haben damals doch auch schon gesagt, dass die alten Politiker völlig inkompetent und untragbar sind. Aber ist ja auch vollkommen egal, was die Beweggründe sind. Ich fand den Artikel gut, also lesen wir mal weiter. Was die Bundesaußenministerin von ihren Kollegen und ihren Vorgängern unterscheidet, ist eine Beschränkung auf moralische Imperative. Zu Forderungen nach besseren Zuständen müssen sich aber Verhandlungen, Deals und Ergebnisse gesellen. Wo sind die diplomatischen Erfolge? Wo wurde im Geheimen erfolgreich verhandelt? Annalena Baerbock fordert autoritäre Staatsführer auf, die Menschenrechte zu achten. In patriarchalischen strukturierten Ländern tritt sie als Verteidigung von Frauenrechten auf. Sie verweigert auch den Kontakt, wenn sie ihr Gegenüber für unverbesserlich hält. Mit dem russischen Außenminister Lavrov hat sie anscheinend seit dem Überfall auf die Ukraine vor 2 Jahren nicht mehr telefoniert. Doch die Bilanz der Außenministerin ist nach mehr als 2 Jahren mager. Ihre Appelle verhallen ungehört und sorgen sogar für Schaden. Wie bei Baerbocks öffentlicher Feststellung, der chinesische Präsident Xi Jinping sei ein Diktator. Dass Baerbock in China noch empfangen, geschweige dann ernst genommen wird, gilt ausgeschlossen. Und an der Lage in China hat sich durch ihre Aussagen nichts verändert. Tja, und da hat die Berliner Zeitung vollkommen recht. Baerbock haut einen Schwachsinn nach dem nächsten raus und verschlechtert die politische Lage, anstatt sie zu verbessern. Ich meine, erinnert euch nur mal an die Ratssitzung vor einem Jahr, wo Baerbock im Alleingang Russland den Krieg erklärt hat. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Oder erinnert euch mal an Baerbocks Aussage, als sie meinte, sie wird nur mit Putin verhandeln, wenn der eine 360-Grad-Wende vollzieht. Is there any chance of Ukraine being safe in the long term if Vladimir Putin is still leading Russia? If he doesn't change by 360 degrees, no. Und mal ehrlich, ja? Welch normaler Mensch kann eine Außenministerin nach solch dämlichen Aussagen überhaupt noch ernst nehmen? Respektive die Aussagen sind ja nicht nur dämlich, sondern auch gefährlich. Ich meine, nachdem Baerbock ja Russland den Krieg erklärt hatte, hätte Putin ja auch ganz anders reagieren können. Und deswegen frage ich mich echt bis heute, wie diese Frau immer noch im Amt des Außenministerin sein kann. Das ist für mich unglaublich. Aber lesen wir mal in der BZ weiter. Baerbock ist berechenbar, eine Eigenschaft, die bei Diplomaten nicht besonders nützlich ist. Ihre Gegenüber wissen, was bei ihr Gesprächen und Pressekonferenzen zu erwarten ist. Doch das scheint ihr egal.
Viel wichtiger scheint ihr der Eindruck zu sein, den sie auf Nachrichtenfotos und in der Tagesschau macht. Sie zeigt sich barfüßig in den Palau-Inseln im Pazifik, beim Tragen von Wasserkrügen im Niger oder beim Ausstieg aus einer Militärmaschine mit Hilfsgütern für Gaza in Ägypten. Resultate vor Ort sind sekundär. Also noch besser hätte man es echt nicht formulieren können. Anstatt die diplomatischen Beziehungen zu den anderen Ländern zu verbessern, sieht man am laufenden Band nur irgendwelche Strandfotos vom Baerbock oder muss Berichte lesen, dass sie auf Steuerzahlerkosten einen Friseur für 130.000 Euro bezahlt. Man kann also ganz deutlich sagen, wäre Baerbock keine Außenministerin, würde es Deutschland deutlich besser gehen. Selbst wenn wir das Amt komplett unbesetzt lassen hätten, ja? Es reicht doch vollkommen aus, wenn Scholz und Habeck in andere Länder reisen und sich dort zum Vollhorst machen. Dafür braucht es doch nicht auch noch eine Baerbock, die sogar noch extra dafür bezahlt wird. Das können wir uns echt knicken. Man kann also sagen, mit Diplomatie hat Baerbocks Arbeit absolut nichts zu tun. Und das sagt auch die BZ hier ganz deutlich. Die schreiben: Schon früh wurde gemutmaßt, dass die Ministerin das wisse und immer wusste, dass allein ihr Machtinstinkt sie verleite, ihr Amt in ihrer spezifischen Weise auszufüllen. Ein Machtinstinkt, der nicht nach außen, sondern nach innen schielt, wie ein ewiger Wahlkampf. Ihre Adressaten wären dann nicht die ausländischen Diplomaten und Politiker, sondern ihre heimische Fanbase. Journalisten, progressive NGO-Blase, um Themen wie Gender, LGBTQ, Klima, Menschenrechte, feministisch angehauchte Wählerschaft und schließlich ihre eigene grüne Partei. Tja, und so sieht's leider aus. Baerbock hat keinerlei Interesse daran, Deutschland zu dienen und unsere diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern zu verbessern. Ich meine, die hat ja nicht mal Interesse daran, dem deutschen Wähler zu dienen. Letztes Jahr sagte Baerbock auf einem Wirtschaftsforum vor laufender Kamera, dass ihr die eigenen Wähler egal sind. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt muss jedem klar sein, dass Baerbock null Interesse am deutschen Volk hat. Und spätestens da, nach dieser Aussage, hätte Bundeskanzler Scholz die Baerbock sofort rausschmeißen müssen. Wenn nämlich einem Politiker die Interessen eines anderen Landes wichtiger sind als die Interessen der eigenen Bürger, dann ist das Landesverrat. Ganz einfach. Und dafür muss Frau Baerbock ins Gefängnis wandern. Ich meine, was sagt ihr denn dazu? Was ist euer Fazit nach 2 Jahren Baerbock? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare unter dem Video.